Deutschland befindet sich mitten in einer Gas- und Energiekrise. Grund sind die hohen Preise für fossile Energieträger wie Erdgas. Den Preis können Sie nicht aktiv beeinflussen, aber Sie können die benötigte Menge reduzieren. Das spart Energie und bares Geld. Schon mit einfachen Mitteln senken Sie Ihren Energieverbrauch. Durchflussbegrenzer aus dem Baumarkt reduzieren die Warmwassermenge, ohne dass Sie sich einschränken müssen. So sparen Sie bis zu 30% der Warmwasserkosten. Und hätten Sie es gewusst? Eine Dusche verbraucht dreimal weniger Wasser als ein Bad. Aber nicht nur beim Warmwasser, auch beim Heizen können Sie ordentlich sparen. Verkleidung an Heizkörpern, falsch platzierte Möbel oder zum Trocknen aufgehängte Handtücher über der Heizung schlucken bis zu 20% der Wärme. Reinigen und entlüften Sie Ihre Heizkörper vor jeder Heizsaison und drehen Sie die Thermostatventile etwas weniger weit auf als bisher. Bedenken Sie dabei, die Raumtemperatur um 1 Grad senken spart bis zu 6% Heizkosten. Richtiges Heizen ist also bares Geld wert. Ein allgemeiner Tipp: Vermeiden Sie unnötige Wärmeverluste. Lassen Sie die Rollläden unten womöglich und dämmen Sie Ihre Heizkörpernischen. Und für frische Luft sorgen Sie am besten mit bis zu 4-mal täglichem Stoßlüften. Lassen Sie dabei die Fenster weit offen und drehen die Heizkörperventile auf 0. Wenn Sie diese einfachen Tipps beherzigen, geht Ihr Energieverbrauch deutlich zurück. Sie möchten mehr über Ihren aktuellen Verbrauch erfahren? Dann informieren Sie sich am besten direkt bei Ihren Stadtwerken.